Statt von Vorstehe hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie heute hier recht herzlich begrüßen. Und Herr Regenstein und sein Team haben alles richtig gemacht. Sie haben hervorragendes Wetter bestellt. Und ich glaube, das ist eher wohltuend nach den vielen Wochen, wo es doch eher grau war und kalt. Da kann man fast schon den Mantel ausziehen. Und ich muss auch dazu sagen, der Zeitpunkt kann nicht besser sein. Ich freue mich natürlich, dass auch zahlreiche Mitglieder des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung und der städtischen Gesellschaften hierher gekommen sind, weil wir heute Abend eine Stadtverordnetenversammlung haben. Herr Vorsteher, ich gehe davon aus, Sie haben alles gut vorbereitet. Absolut. Das ist insofern wichtig, weil heute geht es um den Haushalt in diesem Jahr 2023. Der Magistrat hat alles getan, um einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen. Und meine Damen und Herren, warum sage ich das? Ohne einen genehmigten Haushalt sind solche Veranstaltungen und solche Bauten nicht machbar. Also insofern hoffe ich, das ist ein gutes Zeichen, die Sonne scheint, wir feiern Richtfest. Dann hoffe ich auf die Unterstützung der Stadtverordneten, den Haushalt für das Jahr 2023 zu genehmigen. Sie wissen, das Regierungspräsidium in Darmstadt hat schon grünes Licht gegeben. Die warten nur darauf, dass wir den Haushalt rüberschicken. Und dann wird er auch genehmigt. Und dann können wir den Vereinen und auch solchen Projekten die entsprechende Unterstützung zukommen lassen. Ja, meine Damen und Herren, ich komme gerne zu einem solchen Richtfest, weil wir wissen alle, das ist der beste Beweis, dass Rüsselsheim wächst und auch Rüsselsheim baut. Und hier ist natürlich ganz besonders, das ist Wohnen im Quartier. Wir verdichten hier im Quartier. Das ist heute auch sehr gefragt. Es ist nämlich nachhaltiges Bauen. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Aber auch diejenigen, die die Entwicklung der Bonhoeffer Gemeinde erlebt haben, die auch die früheren Flächenausnutzungen hier gesehen haben, werden sehen und sicherlich auch diesem Projekt recht geben, dass das der richtige Weg ist, weil hier werden sehr viele Menschen demnächst glücklich leben können. Und ich habe auch mit der Fahrerin gesprochen, auch da ist ja eines getan worden. Und Herr Geschäftsführer Scherer, wir haben quasi den Auftrag, die Verbindung der Gemeinde zum Dinkelbusch 2 sonntagsmorgens zu verbessern. Ich nehme das gerne mit. Wir werden auf jeden Fall der Gemeinde da entgegenkommen. Ich hoffe es zumindest, dass die Busverbindung dann zeitlich besser funktioniert. Aber auch das, dafür ist ein Richtfest da, dass man sich um solche Themen kümmern kann. Ja, Herr Regenstein hat es schon zu Recht gesagt. Insofern ist das auch eine Freude für mich als Aufsichtsratsvorsitzender der GEWO-Bau, das nochmal zu verdeutlichen. Die GEWO-Bau ist für Rüsselsheim ein ganz wichtiges Unternehmen, hat in den letzten Jahrzehnten wirklich Hervorragendes getan. Und dieser GEWO-Bau ist nicht nur eine Gesellschaft, die Wohnungen modernisiert und saniert, sondern sie baut auch neu. Und meine Damen und Herren, ich darf Ihnen wirklich sagen, und insofern freue ich mich, dass auch Mitglieder des Aufsichtsrates hier dabei sind. Es ist in der jetzigen Zeit eine große Herausforderung, ein Unternehmen, das auch bauen will, zu begleiten in den Projekten. Und wie Sie Herrn Regenstein und sein Team kennen, lassen nicht nach, da natürlich Projekte aufzuzeigen, die man angehen kann. Und der Aufsichtsrat muss das natürlich eng begleiten. Es muss wirtschaftlich sein. Es muss auch die nächsten 10, 20 Jahre auch weiter auch mit der Gewinnentwicklung einhergehen. Und ich glaube, das ist uns bisher auch gelungen. Und insofern freue ich mich auch, dass dieses Richtfest zeigt, in einer Zeit, wo wenig Städte solche Richtfeste feiern, dass wir in Rüsselsheim weiter dran sind, die Nachfrage nach Wohnungen auch zu ermöglichen. Es ist eine große Herausforderung und Herr Regenstein hat ja aufgezeigt, 2021 war ja auch das Thema, gibt es noch Fördermittel, KfW 55 oder fallen sie ganz weg? Ganz kritische Situation und Gott sei Dank, er hat rechtzeitig die Anträge gestellt. Wir waren noch bei der glücklichen Seite. Aber auch wir alle sind ja betroffen von der Frage, damals war ja das Thema Gas noch nicht so kritisch gesehen. Mittlerweile sieht es ja ganz anders aus. Und wir haben ja gemerkt, die Heizung wird hier
überwiegend natürlich dann mit Strom stattfinden, aber auch natürlich mit quasi dem Thema Gas. Das wird in den nächsten Jahren anders ausschauen. Aber man merkt, wie schnelllebig diese Zeit ist. Aber auch das freut uns, weil die Stadtwerke bei beiden Energieträgern natürlich dabei sind und auch Geld verdienen. Und das ist mir als Oberbürgermeister einer Stadt wie Dulzer am Main natürlich auch wichtig, dass die Wirtschaft auch der städtischen Beteiligung funktioniert. Ja, ich freue mich natürlich, dass wir auch bei diesem Projekt auch zeigen können, dass wir die Kirchengemeinden hier in Rüsselsheim am Main sehr gerne unterstützen und sehr schätzen und, wenn es mir nachgeht, auch in Zukunft fördern. Und ich glaube, das ist das beste Zeichen dafür. Und wir haben auch in anderen Quartieren schon aufgezeigt, dass das funktioniert. Und ich glaube, das ist ein Erfolgserlebnis, das man auch heute an diesem Richtfest nochmal verdeutlichen kann. Weil Kirche, und ich habe das in den 90er Jahren leider in anderen Städten schon erleben müssen, wie dort dann kirchliche Einrichtungen schließen mussten, weil die Anwesen verkauft wurden. Und letzten Endes den Dekanaten blieb da keine andere Wahl. Aber hier in Rüsselsheim aus meiner Sicht ist bislang alles richtig gemacht worden, weil man nicht einfach so die Flächen hergeben hat, sondern ein hohes Interesse hat, dass das auch von der Bürgerschaft genutzt werden kann. Und auch dafür ist dieses Richtfest ganz deutlich, dass wir damit die Kirchengemeinde stärken, aber andererseits auch das Wohnen und auch damit natürlich den Bürgerinnen und Bürgern hier im Quartier die entsprechende Unterstützung kommt. Was hier auch verdeutlicht wurde, das Thema Mehrgenerationenwohnen, ist genau das, was wir alle hier wollen. Wir wollen keine Monokultur, wir wollen dieses bürgerliche, bürgerschaftliche Element. Und ich glaube, da ist Rüsselsheim auch sehr stark, dass wir gerade auch Jung und Alt zusammenbringen wollen. Das ist manchmal nicht so einfach. Als Ordnungsdezernent könnte ich Ihnen da jetzt einiges erzählen, aber ich kann Ihnen nur sagen, wir können froh sein, Rüsselsheim am Main ist eine junge Stadt, eine Stadt mit Wachstum. Hier wird es nicht langweilig und auch die Älteren unter uns werden immer froh sein, wenn junge Leute da sind, Kinder da sind. Und da merkt man einfach auch, dass das Leben weitergeht. Und ich glaube, das ist genau auch das Richtige. Ich will aber auch noch mal verdeutlichen, weil ich natürlich als Wirtschaftsdezernent und demnächst werde ich dem Magistrat ein Einzelhandels- und Zentrumkonzept vorlegen. Man glaubt es gar nicht, wir haben da über 5 Jahre dran gearbeitet. Warum sage ich das? Diejenigen, die hier einziehen dürfen, haben ein Riesenglück, in der Nähe einkaufen zu können. Sie haben hier Kindertagesstätten, sie haben eine Schule, sie haben die Bushaltestelle, um anderswo hinzukommen. Genau das sind die Entwicklungen, die wir heute bei der Entwicklung von Städten uns wünschen. Ich will aber auch eins noch mal verdeutlichen. Hier werden 7 Millionen investiert. Das ist richtig viel Geld. Ich glaube, das ist gut angelegtes Geld. Den Aufsichtsrat will ich ermuntern, auch in Zukunft solchen Projekten positiv gegenüber zu stehen. Wenn wir als Stadt nicht weiter bauen, wer soll es denn dann sonst? Und, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nur sagen, es ist heute eine große Herausforderung, weil mit solchen Wohnungsbauten macht man heute keinen Gewinn. Und insofern ist das die große Herausforderung in Zukunft, dass wir auch den jungen Leuten, die hier in Rüsselsheim groß werden, Wohnraum zur Verfügung stellen. Also, mit anderen Worten, deutliches Zeichen, Richtfest. Wir haben alles richtig gemacht. In Zukunft wird es schwieriger, aber auch das ist regelbar. Ich freue mich auf diese weitere Veranstaltung.